Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich glaube, der Bug hat sich erledigt, denn diesen Stein konnte ich eben abbauen. Yay, es funktioniert wieder. Alles super. Alles wunderbar. Puh, ich hatte echt schon Angst. Große Angst, ehrlich gesagt. Denn das wäre scheiße, wenn ich hier einen Bug hätte, den ich irgendwie nicht mehr rausbekomme oder so. Na gut, hat sich einfach durch Neustarten erledigt. Wunderbar. Also wenn ihr einmal so ein Problem haben solltet, nicht verzagen. Vielleicht hilft Neustarten schon. Natürlich gibt es auch immer aggressivere Bugs. Oh, wir sind schon fast Level 30. Oh. Das überrascht mich. Relativ doll sogar. Moment. Ach, das ist ja 3 hoch. Bin ich doof? So, los jetzt hier. Ah, okay. Ja, hier kommt ja der Lavasee. Stimmt. Ich vergaß. Dann mit dem Kies mal. Vielleicht hier generell mal einfach zubauen schon mal. Bevor es hier gefährlich endet. Was ist das da? Da sieht man einfach nur Stein schon, ne? Ah, okay. Ich dachte... Ich habe jetzt gerade Angst vor Bugs, ihr merkt schon. So. Weiter geht's. Level 30 haben wir gleich. Das ist ja ein gutes Ziel, was wir uns gesetzt haben. Dann gehen wir hier raus. Hat sich also auch leveltechnisch auf jeden Fall gelohnt mal wieder. Und dann können wir die nächste Diamantspitzhacke verzaubern. Und vielleicht haben wir dann endlich mal eine mit Glück dabei. Glück und Haltbarkeit, das wäre perfekt. Perfekt. Glück und Effizienz lohnt sich ja irgendwie nicht. Oh, wow, 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 wow. Ein Glück können wir uns hier so ein bisschen vorbeibauen. Vorbeischummeln. So. Oh Mist, aber auf Kies zu laufen ist auch echt gefährlich. Warum sind wir hier eigentlich bloß wieder 2 hoch? Haben wir hier wieder... Warum vergesse ich denn immer abzubauen? Was ist denn nur los hier? Ich habe echt Angst, auf diesem Kiesblock zu laufen. Irgendwie möchte ich den gern abbauen. Und hier lieber einen stabilen Stein hinstellen. Nachher rutscht das wieder alles runter wie in der Hölle. Finde ich aber eigentlich nicht schlecht, dass Kies so in der Luft hängen kann. So als wenn es verklumpt ist. Und wenn man da ein Stück rausreißt, fällt alles runter. Genau wie mit dem Sand. Finde ich eigentlich an sich nicht schlecht. Nur schade, dass man das selbst wahrscheinlich nicht hinbekommt. Ah, schon wieder. Lava. Okay, hier sieht es aber auch nicht so aus, als wenn hier noch was ist. Aber wir könnten ja mal kurz hier rüber gehen. Einen noch. Dann hier das Ganze nochmal absuchen. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Zumindest vielleicht noch ein klein bisschen Redstone. Obwohl wir relativ viel wieder gefunden haben. Ich weiß gar nicht, ob es mehr oder weniger ist als vorher. Aber hier ist auch schon wieder Lava. Ich buddel mich jetzt hier einfach mal lang. Irgendwie. Ich will jetzt nur noch ein bisschen Redstone finden. Mehr nicht. Oder Kohle von mir aus. Redstone wäre cooler. Aber scheinbar dürfen wir nicht. Und über uns sind relativ viele Tiere und Wasser. Hier haben wir Kohle. Okay. Redstone nicht in Sicht. Aber die Kohle bauen wir jetzt einfach mal ab. Und hoffen, dass da nicht unbedingt Wasser wieder runtergeströmt kommt. Na, ich denke mal, das wird reichen für Level 30, oder? Oder weniger? Ich habe keine Ahnung, ich kann das schlecht einschätzen. Ah, okay, Moment, da oben ist auch noch Kohle. Nee, richtig gereicht hat es noch nicht. Da müssen wir noch kurz ein Weilchen weiter buddeln.
Ah, super, hier haben wir noch Eisen. Können wir auf jeden Fall in den Ofen packen. Kriegen wir auch da nochmal ein bisschen Erfahrung. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin nur hinter der Erfahrung her. Das ist ja einfach nur ein Ziel, was wir uns gesetzt haben. Oh Gott, so und so lange machen wir. Bis wir eben 30 Level haben. Und dann sollte das Redstone, was wir eingesammelt haben, hoffentlich reichen. Zumindest für die Beleuchtungsanlage. Komm schon, Kohle oder Redstone. Kohle oder Redstone. Wir müssen erstmal nachher wieder zurückfinden. Na, 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 ich könnte euch ein Liedchen vorsingen. Aber ich kann gar keins. Also kann ich es eigentlich auch nicht. Und ihr wollt es sicherlich auch nicht hören. Das könnte euren Ohren wehtun. Und den Zombies natürlich auch. Das können wir nicht zulassen, dass wir die Zombies hier verletzen. Das wird... Dann kommt bestimmt Greenpeace oder sowas. Oder das Bestattungsamt. Ihr habt die Leichen gequält. Aber die greifen uns doch immer an. Na, ihr habt die Leichen gequält. Okay, ich geb's ja zu. Dann kriegen wir wieder Ärger, weil wir uns gewehrt haben. Ich weiß, die Zombies tun uns im Moment nichts, aber sie quälen uns auch mit ihren komischen Geräuschen. Die sind ja auch ein bisschen nervig. Und jagen einem Angst ein. Und das ist bestimmt nicht gut für die Psyche, wenn man ständig Angst hat. Bekommt man bestimmt auch irgendwelche Komplexe. Was haben wir denn hier für ein Pech? Sag mal. Wie weit sollen wir denn noch graben, bis wir ein bisschen was finden? Nur um die Level voll zu kriegen. Erst trat er das hoch beim ersten Mal, wo wir hier drinnen waren. Von 0 auf 22. Jetzt von 20 auf 29. Ziemlich, ziemlich schnell. Aber die paar Strichchen bei der 29 kriegen wir nicht mehr voll bis zur 30, ne? Das ist wieder unmöglich. Das ist wieder typisch. Wenn man was braucht, unbedingt, dann schafft man es nicht. Ich meine, wir können doch einfach zurück, aber im Moment... Weiß ich nicht. Macht das hier Spaß abzubauen? Also irgendwie bringt es gerade nicht viel. Oder wir haben eine Ebene gewählt, auf der nie was existiert. Smaragde! Oh, ein Smaragd hat gereicht, den wir nicht mal mehr aufnehmen können. Was könnten wir wegschmeißen? Wir könnten Kies wegschmeißen. Wir können den einen Feuerstein wegschmeißen. Genau, okay, das reicht. Oh, wir konnten schon ganz schön lange nichts mehr aufnehmen, glaube ich. Erstmal was essen. Und weiter geht's. Mal sehen, ob wir den Weg auf Anhieb zurückfinden. Haben ja einiges an Weg hinter uns gelassen. Allein dieses gerade Stückchen hier. Dann ging es hier lang, das weiß ich noch. Und dann geht es bestimmt hier lang. Und von hier geht's hier lang. Und dann nochmal hier rum. Und dann hier lang. Und dann sind wir, glaube ich, wieder auf dem besten Weg nach Hause. Aber eins gibt extrem viel Erfahrung, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Wenn man eigentlich so eine Behutsamkeitsspitzhacke hat, gibt es die überhaupt? Ich habe die noch nie nirgendwo gesehen. Aber ich habe von Behutsamkeit gehört, dass man dann Dinge eben so abbaut, wie sie tatsächlich sind. Wenn man dann einen Smaragdblock abbaut, nimmt man dann den Smaragdblock und kann ihn wieder irgendwohin platzieren, also das Erz, und kann es dann irgendwo anders abbauen und dann gibt es da Erfahrung. Ich weiß zwar nicht, warum ich das frage und warum mich das interessiert, aber man kann ja mal fragen, ne? Es ist dunkel wieder draußen. Das ist wieder... Okay, es wird dunkel oder es wird hell. Eins von beiden. Eins ist ungefährlich und eins ist sehr gefährlich. Sieht aber fast so aus, als wenn es dunkel wird. Das wäre gut. Ja, ich glaube, hier rennt gerade nicht allzu viel rum. Da sind ein paar Zombies, die aus der Höhle gekrochen kommen. Aber ansonsten geht das alles noch. Hält sich in Grenzen. Auf jeden Fall. So. Kurz schlafen. Und dann, wie viele Diamanten haben wir? 4. Haben wir auch Stöcker dabei? Weniger. Erstmal die ganzen Steinchen hier ablegen, wobei ein paar können wir auch wieder reinschmeißen. Diesmal haben wir kein Gold gefunden, aber wieder Eisenerz. Hier können ein paar Steinchen wieder rein. Ich meine, wir holen ja genug Kohle. So ist ja nicht.
So, so. Und hier die Kohle wieder voll machen. Kohle wieder voll machen, Steinchen rausnehmen. Kohle wieder voll machen, Steinchen rausnehmen. Und vielleicht auch noch ein paar Steinchen reinlegen. Stimmt, die Erfahrung jetzt einzusacken ist eigentlich voll uneffektiv. Aber macht ja nichts. So, wir brauchen. Moment, hier hatten wir keine Stöcker mehr drin, oder? Nee, und auch nur einen kleinen Holzblock. Der reicht leider nicht, um einen Stock zu machen. Okay, Holz, 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 Holz. Hier. Nehmen wir einfach die. Gehen nach oben. Da haben wir dann das andere Birkenholzstück. Machen ein paar Stöcker raus. Und dann haben wir die nächste Diamantspitzhacke. Gib mir. So, so, so. Und jetzt. Next Diamantspitzhacke. Und jetzt geht's. Na, Stöcker will ich behalten. Jetzt geht's mal wieder ans Verzaubern. Mal sehen, ob es diesmal. Es wird bestimmt wieder Effizienz. Ich erwarte nichts anderes im Moment. Das sieht doch relativ lang aus. Komm, wir nehmen das einfach gleich. Glück und Effizienz. Okay. Okay. Aber Glück. Glück ist super. Endlich. Puh. Also Effizienz hätte nicht sein müssen, dafür Glück 4 wäre vielleicht noch geiler gewesen. Oder mit Haltbarkeit drauf. Aber Glück ist schon mal sehr, sehr super. Gut, dann sollten wir diese Eisenspitzhacken demnächst mal verbrauchen, damit. Kommst du her? Sehr gut. Glück bringt uns jetzt sehr viel, denn wenn wir jetzt Erze abbauen, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel Redstone oder Kohle. Oder auch Smaragde, Diamanten, dann bringt das sehr, sehr viel mehr. Also kann sehr, sehr viel mehr bringen. Also statt einen Diamant baut man dann zum Beispiel drei ab. Das könnte relativ cool werden. So, jetzt erstmal mit dem Zeug hier wieder rein. Kohle, Obsidian, Smaragd, Lapis Lazuli, ein Diamanten, Kies. Die Erde können wir eigentlich behalten. Und dann würde ich sagen, geht es im nächsten Part weiter mit der Beleuchtungsanlage. So nervig ich das Ganze auch finde, aber es muss gemacht werden. Also muss nicht, aber ich finde es schön, wenn es fertig ist dann nachher. Wenn das hier alles schön beleuchtet wird. Vielleicht können wir auch jetzt einfach mal hier schon die Erde stopfen. Ich hoffe, dass hier nicht noch mehr Creeper kommen und das Ganze sprengen. Und den Garten können wir dann irgendwann neu wieder anlegen. Da war ja eh schon sehr, sehr viel zertrampelt. Die Kürbisse kann man irgendwie gezielter anlegen. Mal schauen, wie wir das alles machen. So. Und dann können wir uns irgendwann auch mal endlich um das Schweinegehege kümmern. Aber das sage ich sowieso schon seit 3 Wochen. Das nimmt eh keiner mehr ernst. Niemand nimmt das ernst. Aber wir haben auch keine Verstärker mehr, ne? Oder? Haben wir noch Verstärker? Auf jeden Fall müssen wir noch welche basteln. Ich würde sagen, der nächste Part wird dann wieder nur darum gehen, hier das Ganze fertig zu machen oder zumindest voranzukommen damit. Also, ich weiß nicht, ich persönlich würde es wahrscheinlich tatsächlich langweilig finden, wie ich Redstone-Adern verlege und dabei abzähle. Aber entscheidet einfach für euch selbst. Wenn euch das gefällt oder wenn ihr mir zugucken wollt dabei, dann freue ich mich natürlich wirklich, wirklich sehr darüber. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn ihr im nächsten Part eben nicht einschaltet. Da werde ich dann nichts anderes machen. Gehe ich mal von aus. Gut, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es daran geht, wieder ein bisschen mit Redstone zu machen. Bis dahin und tschüss.